heraus. Jetzt mach nicht eine Sache und sagst, du bist fertig, sondern mach mal irgendwie irgendwas. Irgendwas, okay. Das Projekt kann ja nicht nur New Balance sein, sondern wir müssen irgendwas immer weiter, immer weiter. Ja, übrigens, zum immer weiter und immer weiter, ihr könnt uns natürlich was in die Comments schreiben, was wir bauen sollen. Beziehungsweise, was ich bauen soll. Ich könnte auch was zu mir sagen, weil ich bin ja bald auch fertig damit hier. Ich muss ja eigentlich nur noch so ein paar Verschönerungen machen. Soll ich Und das das Dach. Flachdach Das Dach lassen oder soll fehlt ich natürlich schon ein auch. schönes Dach bauen? Soll ich das Flachdach lassen oder ein schönes? Creeper. Nein, Nein, kein nein. Creeper-Dach. Nicht heute, nicht heute, nicht heute. Heute möchte ich nicht von einem Creeper sterben. Heute nicht. Ist schon zu spät, wir sind schon gestorben. Ich nicht. Also doch, also aber nicht vom Creeper. Also von daher. Ich bin in jeder Folge von einem Creeper umgebracht worden, aber in dieser Folge noch nicht. Oder in diesen Folgen, in dieser Aufnahme-Season. Deswegen. Aufnahme-Season. Genau. Wie es im Neudeutsch heißt. In the new language. German. Im Denglisch. Creeper. Und ich meine nicht mich selber. Übrigens, ich empfehle Ihnen jeden wärmstens Mixcraft mal zu testen. Das ist echt fein, finde ich. Wie viel Also wurde vor denn allem jetzt bezahlt, damit du hier Werbung machst, so? die Bretter sehen geil aus, finde ich. Also es sieht sehr, sehr HD-mäßig aus. Also passt schon, passt High schon. Definition. Ja, also wer Miser drauf hat, der braucht es nicht. Aber wer jetzt vor dem Ball steht, Miser oder Mixcraft, sollte auf jeden Fall Mixcraft antesten. Okay, der Wald ist nicht gerade klein. Einzige, was mich stört, sind die Creeper, weil die Creeper sehen in Mixcraft hässlich aus. Sie haben rote Augen. Der Wald Rote erstreckt Augen. sich bis zum Horizont, kann ich dir mal sagen. Ja, ich meine, das ist logisch. Ich meine, das ist Minecraft. Was willst du erwarten? Du hast natürlich immer nur bestimmte Sachen da, ne? Entweder hast du Wald, Berge, Hügel oder nichts. Ja, aber so große Wälder. Ja, okay. Ja. Kenne ich nicht besonders persönlich. Und wieso verschwindest du nicht, Baum? Ich habe dich hier schon komplett gefällt oder auch nicht. Okay, habe ich nicht. Du kannst keinen Baumbefehl zu verschönern. Was bist du nur für ein Umwelthasser? Du versperrst Wenn die Aussicht, Baum. du Bäume nicht magst, dann müsstest du eine Therapie machen oder eine Baumschule gehen. Baumschule. Da sitzen Bäume alle in einer Reihe und lernen. Hier schaut meinen Abschluss an der Baumschule. Ich bin jetzt gerade im Wald auch umherlaufen und ich habe Sand gefunden. Ja, ich auch. Ein riesiges Ja. Sandbecken und zufällig genau dasselbe wie du. Hey! Okay, und hier waren wir doch schon mal. Ja, Wenn ich mich recht nee. Hier erinnere, waren habe wir ich Sand nicht, glaube für ich. meine Fenster. Sind wir am Sand abbauen hier. Ich baue eh noch ein Glashaus, wie es ein bestimmter anderer Kollege getan hat, aber in einer etwas anderen Form. Ich glaube, ich mache einen Wintergarten oder so. Genau das mache ich. Ich mache einen Wintergarten. Mein nächstes Projekt. Oh, süßes Schwein. Ich glaube, die Schweine haben kürzere Beine. Ja, das kann gut möglich sein, aber das ist halt nur ein Schwein. Da habe ich mal Schwein gehabt. Sander bauen, so spannend. Immer Kord. Zwei Leute die ganze Zeit im Sand wühlen. Ich meine, das hat man im Kindergarten gemacht, im Sandkasten, aber wie macht es das natürlich größer, in etwas größeren Flächen? Genau, das ist ein Sandkasten. Unser Riesensandkasten. Wir könnten eine Sandburg bauen. Geil, ich habe schon wieder zwei 64er Sticks, Stacks, wie heißt es, Sand. Ja, Sand ist ein schwieriges Wort, kann man ja mal vergessen, wie das heißt. Ja, Sand ist nicht deutsch, das kommt ja, oh, wie heißt das, Sandwich eigentlich, oder Sand, oder irgendwas mit Sand halt, und das Sand ist Englisch, immer wieder. Und Sand ist, keine Ahnung, ob es deutsch ist oder Englisch. Was ist das eigentlich? Oder ist es österreichisch? Österreichisch. Ja, bei uns heißt es dann einfach nur, gelbe Steine. Gelber Kieselsand. Und der Sand kommt ja wieder vor. Was könnte man dazu sagen? Ja, und wir Irgendwann hier auch. ein anderes Wort für Sand. Sand. Okay. Nein, also wirklich anders. Eine Definition. Also wir wegen Sonsong. Sand, Song? Sound. Da. Ich hab verstanden, so Samsung oder sowas. Sound. Da täten wir sagen. Täten?
würden wir sagen, ja, toll. Wieder zurück, nachdem Minecraft ein weiteres Mal abgestürzt ist. Was nur bei David passiert. Ja, bei mir. Bei meinem schlechten PC. Bei meinem schlechten Minecraft-Klienten. Ich weiß auch nicht wieso. Du bist nicht der Einzige, der einen schlechten PC hat. Hust. Was wollte ich tun? Warum habe ich eigentlich Glas abgebaut? Nicht Glas, Sand. Ich weiß nicht. Okay, genau. Ich gehe einfach zum Sanrico. Schau, was er gerade macht. Ich versuche gerade, das zu machen, was du auch hast. Also. Ich mache niemanden nach. Das ist nicht von dir, das ist meine eigene Kreation, das ja, hast genau. du nicht. Du hast ja nämlich Steinboden und nicht Holz, zum Beispiel. Ja genau, siehst du, das ist mal was ganz anderes, also, ne? Aber mir gefällt gefällt das irgendwie schon, ne, so, ne? Mhm. Sieht doch ganz in Ordnung aus. Ich meine, alles in größere Dimensionen, aber ansonsten... Ich denke halt immer ein bisschen größer. Aber das Einzige, was mir nicht gefällt, ist die Inneneinrichtung, die nur aus dem Bett besteht und Crafting-Box und Ofen. Kann ja und mein Swimmingpool, nicht zu vergessen. Das ist der eigentlich ein See war, den ich aber umschlossen habe für mein Haus. Es wird wieder Nacht. Ja, meins ist ziemlich kleiner als deins, hast recht. Jetzt müssen wir mal, wir müssen mal irgendwie eine Verbindung machen, so ein U-Bahn oder sowas. Einen Tunnel. Ja, oder ein Tunnel oder irgendwie müssen wir sowas als nächstes Projekt machen. Aber erstmal müssen wir ja natürlich an der Oberfläche ein bisschen kratzen. Kratzen, ja. Und mich kratzt es auch gerade, und zwar am Knie. Höchst interessant. Wollte auch jeder wissen. Ey, habt ihr schon gehört? Das Neueste, Sanrico kratzt am Knie. Ja, und in China ist ein Sack Reis umgefallen. Hurra. Oh, das ist doch ganz interessant, wenn in China ein Sack Reis umfällt. Das passiert auch nicht alle Tage. Sondern alle Sekunden. Nur so jede zweite Sekunde, das ist schon ziemlich spannend. Oh, jetzt passiert's und jetzt wieder nicht. Und jetzt schon wieder ein Sack rausgefallen. Och, in diese Sekunde nicht mehr. Och, jetzt schon wieder. Gott, wie ist das aufregend. Wenn ich hochschaue, ist es bei mir wesentlich flüssiger, als wenn ich runterschaue. Komisch. Das ist bei nur bei Minecraft. Bei allen anderen Spielen ist es flüssiger, wenn ich runterschaue. Der Himmel braucht eben nicht so viel Berechnung als der Boden. Berechnung oder Brechung? Berechnung. Achso. Ja, Brechung braucht er auch. Genau, die Lichtbrechung heißt das doch so. Ja, genau. Wenn er unter Wasser ist, dann bricht er das Licht, wie das auch gehen soll. Ich frag mich nicht, aber es bricht halt. Es bricht sich das. Ich erinnere mich nicht an Physik. So. Wieso? Das haben wir es letztens durchgenommen. So. Ein paar Monaten. Ja, ist letztens. Jetzt sind wir, glaube ich, bei Halbleitern oder so, genau, ja. Halbleiter, hat was mit Prozessoren zu tun, immer genau. So nebenbei. Wobei ich das Wort Halbleiter erst gehört habe vor einem Jahr zum ersten Mal. Okay. Da sieht man wieder das deutsche Schulsystem. Top. Nee. Ich baue mir eine Leiter. Zumindest versuche ich's. Versuchen ist gut, machen ist besser. Zwei Leitern! Du wirst doch nicht! Doch, nein. Ich werde. Du wirst doch nicht! Was? Ich habe eine Leiter gesetzt. Nein! Nein. Was werde ich nicht tun? Fragezeichen. Ausrufe 2. Du sagtest doch, du wirst doch nicht! Hab schon vergessen. Toll. Au, au, Spinne! Kamikaze-Spinne vom Dach. Ja, ich kann dir gerade nicht helfen, ich bin gerade am Dach bauen. Bei mir ist eine Spinne auf meinem Kopf gefallen, als ich auf dem Balkon war. Toll. Und Gott sprach, lass Spinnen vom Himmel regnen. Und sie regneten. Mehr oder weniger. Glas, ich habe Glas gefunden. In meinem Ofen. Ah, Skelett. Nein, heute nicht mehr. Ich will Tag. Ich will Nacht. Ach, ist ja schon. Okay, ich will Tag. Ich kann mich auch nicht entscheiden. Day.
Nein, es geht nicht. Oh! Das habe ich noch gar nicht bemerkt. Der Ofen sieht aber richtig geil aus im Mixcraft. Aber so richtig. Wow, kann geil. Kann leider keiner sehen. Da will man noch nicht Splitscreen aufnehmen. Aber es sieht geil aus. Muss ich schon sagen, ne? Was mache ich jetzt mit meinen 22 Glas? Ich wollte doch irgendwie einen Wintergarten bauen. Fragt sich nur wo. Als wäre mein Haus nicht schon groß genug. Und ich langweile mich hier, weil ich was draußen bauen will und nicht hier im Haus. Ich habe eine Idee. Dann gehe ich mal zu dir. Ich wollte den Wintergarten mal vergessen. Ach, danke. Ob ich den hier baue? Nein, das ist mir zu... Nee. Nee. Mir zu nee. Yay, das Dach ist schon fast fertig und ich habe ein Holzstück gefunden auf dem Dach. Yay. Kannst du haben. Ein Holz, oh mein Gott. Ich werde reich. Holz, 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 Holzi, Holzi, Holz. Wie hoch machst du das hier? Ich dachte schon, das wäre jetzt 5 hoch. Nein! Nein, dank meiner grandiosen Idee, einen Wintergarten zu bauen, ist ein Zombie rein. Hallo Zombie. Tschüss Zombie. Ich bin schnell. Holz, mal 1, hoch 1. Ich mach mal alles mit Sand hier zu, ich lass das erstmal für die Nacht. Sand. Ich markiere das nur mit Sand. Das ist mein Wintergarten. Lass es doch. Okay. Du Creeper, du. Das ist meine Aufgabe, Sachen zu zerstören. Achso, dann lass die Tür noch sperrwangeleit offen. Nee, genau. Ich bin übers Dach rein, du. Aber das, die Tür war offen. Ja. Gruselig. Du. Ein Fall für Arctics. Oder Akte 2011. Okay. Gibt's ja auch noch. Oder 2010, das gibt's ja nicht mehr, das war ja letztes Jahr. Die benennen einfach über die Sendung jedes Jahr nochmal um, das ist total sinnvoll. Ja? Letztes Jahr hieß es 2010, davor 2009. Glas. 2008. Nein, böser Creeper. Wer ist ein böser Creeper? Was machst du da? Ich brauch keinen Sand. Ich habe doch 1000 von Sand, ich will nicht so viel Sand haben. Eine Spende für die Armen. Ich bin nicht arm. Ich bin nur fast tot. Eine Spende für die Toten. Noch nicht fast Toten. Eine Spende für die annähernd Toten. Annähernd. Annähernd Toten. Ich bin annähernd tot. Ich bin so halbwegs tot. Weißt du, nur so halb tot. So ein bisschen tot, so ein Bruchteil tot. So. So ein 89% tot. So 2/5 tot. Ja, ein bisschen mehr, 4/5. Ach so, okay. Weil ich hab noch 1,5 Herzchen. Toll, Nacht ist immer so spannend. Ich hab jetzt 40 Glas. Yay, yeah, ich bin glasreich. Nicht steinreich, sondern glasreich. Mond, geh unter. Ich befehle es dir. Sinke. Welcher Mond? Ich sehe keinen Mond. Ich schon. Hier. Ey, die haben im Mixcraft vergessen, einen Mond einzubauen, die Idioten. Oh. Ich habe keinen Mond. Nein, ich kann mich nicht mehr zum Werwolf verwandeln. Nein. Jetzt bleibe ich immer ein Mensch. Jetzt, denn im nächsten Update wollte ja Notch einen Werwolf einbauen und das kannst du jetzt nicht mehr nutzen. No. Du bist für ewig verflucht. Wirklich gibt's Werwölfe? Ja, ab dem nächsten Update. Wie unterscheiden sie sich denn von den Hunden? Ich meine, das ist ja alles schon so ähnlich. Ja, okay. Nee, war aber mal eine gute Idee. Irgendwie so. Ach so, der wollte keinen einbauen. Der hast du einfach so warum gesagt. Warum hast du da überhaupt ein Loch? Ach so, zum Rauskommen. Ja, stimmt, genau. Ja, ich wollte das doch anders platzieren. Warte mal. Ich kann nicht mehr raus. Kann nicht mehr raus. Oh, okay. Beruhig dich. Es wird alles gut. Ich würde da wohl eine Leiter bauen oder so. Hast eine gute Idee gemacht. Oh, ich Idiot! Wieso? Hier zum Beispiel. Achso, danke schön. Ich habe nämlich noch keinen Leiter, deswegen.
La 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 la. Jetzt können wir schön baden gehen. Wir gehen baden. Aber wir gehen nicht unter. Weil wir so gut schwimmen können. Oder das Wasser einfach nur. Nee, ich werde das alles noch keine Sorge, ich werde das alles noch ein bisschen später bearbeiten. Das wird noch alles. Kinderbecken. Für dich geeignet. Ich brauche ein Kinderbecken. Ich glaube, wir sollten langsam beenden. Wir haben schon 55. Also bei mir. Jo, bei mir auch. Wir sind ja nicht in einer anderen Zeitzone oder so, nee. Nee. Wir sind ja beide noch in der mitteleuropäischen Zone. Gerade so. Wobei ich bezweifle, ob wirklich noch Österreich die mitteleuropäische Zone hat oder nicht die alpine. Falls es überhaupt eine alpine Zeitzone gibt. Nee. Dann müsste es in Bayern ja auch eigentlich anders sein, in Bayern und Baden-Württemberg. Weil die sind auch alpin. Bevor wir noch diskutieren, würde ich sagen, wir beenden das mal langsam. Jo, und zwar dann immer da, wo wir sonst mal beendet haben, in meinem Haus. Genau, du hast immer noch nicht sehr viel weiter gebaut. Naja, ein bisschen weiter gebaut ist, ja. Immerhin etwas. Ein bisschen was vom Dach runter. Ja, das war's. In einer Stunde. Harte Arbeit. Und ich würde sagen, wir beenden das jetzt lieber. Indem es wieder Tag wird. Yay! Damit es nächstes Mal gleich wieder Nacht werden kann. Ja, genau. Und deswegen sage ich Tschüss. Tschüss.